Moin! Es wird mal wieder Zeit, um über ein neues Deck zu reden. Und passend zu dem neuen Support, den dieses Deck bekommen hat, reden wir heute über Eisbarriere. Ja, weiß ich nicht. Die einen sagen geil, die anderen sagen, muss das? Meine Antwort dazu ist, weiß ich nicht. Ehrlicherweise ist dieses Deck nämlich durch den neuen Support in eine neue Richtung getreten. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, die keine Ahnung haben, was Eisbarriere ist. Eisbarriere ist ein Archetype, der bis zu dem Zeitpunkt des Supportes eigentlich immer Ultra Ace gesagt hat. Und das war super gut, denn jedes dieser wunderschönen Eisbarriere-Monster ist nicht einfach nur irgendein Monster, sondern ist ein Floodgate. Denn das Gimmick von Eisbarriere ist, hey, wir sind irgendwelche Schneemenschen, irgendwelche Nomaden, die im Eis leben. Und unsere Aufgabe ist es, große böse Monster im Eis gefangen zu halten und das zu verhindern, dass die ausbrechen. Und zwar diese großen bösen Monster, diese DeLorean, Brainiac, Trishulla und jetzt halt auch Lanthea. Und deswegen haben die alle oder nahezu alle einen Floodgate-Effekt. Das heißt, sie behindern den Gegner in irgendeiner Form des Spiels. Und der neue Support sorgt dafür, dass sie an Consistency gewinnen. Vielleicht nicht an genug Consistency, aber zumindest um so viel, um so viel Floodgates aufs Feld zu bekommen, dass es echt eklig werden kann. Und naja, das ist der Grund, warum die Einheit sagen, ja, dieser Support ist halt Kacke, weil wer will Eisbarriere bitte irgendwo mal sehen und dann sagen, ja, ist doch geil, endlich kann man den vernünftig mal spielen. Und naja, ich lasse euch natürlich selber euer Urteil fällen. Ich bin nur hier, um euch mein Deckprofil davon zu zeigen und das eine oder andere Replay im Anschluss noch vorzustellen. Genau, an der Stelle würde ich sagen, starten wir direkt erstmal rein in das Deck und reden mal so ein bisschen drüber. Zunächst einmal ganz klassisch, ich fange erstmal mit den Handjobs an, weil dann habe ich mehr Zeit für alles andere. Ich bin dreimal Garmesiel, passt so ein bisschen ins Setting rein, ist ein Wassermonster, ist ein Kaiju. gerade gegen die aktuellen Meta-Decks, gegen Kiroli, gegen. Ja, gegen Kiroli ist die Karte extrem gut. Es gibt schon andere Decks, wo die Karte gegen gut ist. Sword Soil ist die Karte wahrscheinlich ziemlich gut gegen, um das ein oder andere Monster von wegzubekommen. Kashtira noch. Dank der Bannliste ist Kashtira ja wahrscheinlich nicht mehr so das ganz große Problem, weil Arise halt ihr verboten wird. Ja, aber ansonsten ist ein Kaiju im Deck zu haben vielleicht nie die schlechteste Idee. Dann dreimal Ash Blossom und dreimal Imperm. Ich glaube, das ist ziemlich Standard. Wenn man Zeile zahlt, hat man wahrscheinlich eh immer von den dreien was aus. Genau, dann zu dem eigentlichen Deck, zu den Eisbarriere-Karten und zu einem anderen Archetype, den man hier schon sehen kann, Eisjade, der ebenfalls in diesem Deck zumindest in keiner Form vorkommt. Fangen wir vorne an. Medium der Eisbarriere. Medium der Eisbarriere ist Stufe 7 Monster. Wenn der Gegner 4 oder mehr Karten kontrolliert als du, kannst du sie aus der Hand beschwören. Und solange sie auf dem Feld liegt, kann ein Gegner nur eine Zauber- oder Fallenkarte pro Zug aktivieren. Special summon sich Floodgate. Merken so, okay. Ne, so kleines Muster kann man daran schon feststellen, denn Spoiler: die meisten Eisbarriere-Karten kommen mit einem Special Summon und einem Floodgate. Bevor wir zu den Eisseite kommen, kommen wir zu dem nächsten Eisbarriere-Monster erstmal. General Rayo der Eisbarriere. Wenn ein Gegner einen Monster-Effekt aktiviert und den säufen will, muss er eine Karte abwerfen. Ansonsten wird der Effekt negiert und das ist kein aktivierter Effekt, sondern ein Lingering-Effekt. Das heißt, der Gegner muss das machen. Sein General Rayo wird negiert. Dadurch will ich nicht mehr, aber ansonsten ist es quasi einfach Additional Cost zu dem Effekt hinzu. Was im Regelfall dazu sorgen, führt, dass du bei fast jedem Deck, was man spielt, was in einer Form Monster-Effekte oder auch Monster-Effekte vielleicht, die Hand so schnell leer bekommt, dass der Gegner nichts mehr machen kann und das ist halt absolut ekelhaft, fast genauso schlimm wie Medium. Medium lockt halt zum Beispiel Rune komplett aus dem Spiel aus.
General Rayo würde zum Beispiel dann hingehen und würde wahrscheinlich sowas wie Swordsoul, wenn wir auch gleich noch sehen, oder was wie Unchained ziemlich beeinträchtigen. Allerdings, Besonderheit, General Rayo hat keinen Special Summoning Effekt. Ja, manche sind nicht ganz der Regel. Zumindest noch nicht. Denn im Extra Deck wartet eine wunderschöne Karte auf uns, die das quasi beheben soll. Dann von dem neuen Support, dreimal Georgios, Swordsman auf die Ice Barrier. Solange wir andere Ice Barrier Monster kontrollieren, kann der Gegner keine Monster-Effekte im Friedhof aktivieren. Also quasi so eine Floodgate. Was heißt so eine? Es ist ein Floodgate. Des Weiteren, wenn wir ein Ice Barrier Monster kontrollieren, können wir ihn aus der Hand in Defense Position specialen. Und dann, dritter Effekt, wenn er genormalt oder gespecialt wird, können wir ein Ice Barrier Monster Stufe 5 oder niedriger von unserer Hand oder von unserem Friedhof beschwören. Das heißt, er ist Special Summon, er ist ein Follow-up bzw. Monster Reborn. Und das ist ein Floodgate. Und ein Tuner. Und da er Stufe 6 Tuner ist, ist er für dieses Deck unfassbar gut und von den ganzen Support-Karten definitiv so die zweitbeste Karte. Eine Karte, die hier unten noch rumhängt, ist noch besser. Aber vom Support her, rein vom, ne, Anschauen und was die Karte macht, ist das eine insane gute Karte für diesen Archetype. Auch wenn sie wieder ein Floodgate mit sich bringt und man sich überstreiten kann, ob Floodgates wirklich so was Positives für Yu-Gi-Oh! Sind. Looking at you, der Menschenschifter. Dann das nächste Ice Barrier Monster, General Wayne auf die Ice Barrier. Wir spielen ihn zweimal. Aber das voll und ganz ausreicht, weil wir im Regelfall ihn nicht als Combo Piece benötigen. Floodgates zum Beispiel über Medium und über General Rayo als One-Offs. Ich glaube, es ist selbsterklärend, das sind die wahrscheinlich größten Bricks in unserem Deck, wenn wir sie auf der Hand haben. Man kann sie als Discarding-Material nutzen, das heißt, sie sind nicht ganz useless, aber im Regelfall wollen wir die eigentlich nicht auf der Hand sehen. Deswegen nur als One-Off, weil wir sie for free specialen können. Dazu aber noch mehr. Und Georgios ist logischerweise auf 3. Wayne sagt nämlich, sondern Fallenkarten, die vom gegnerischen Feld auf den Friedhof gesendet werden würden, werden stattdessen verbannt. Floodgate. Des Weiteren sagt er, wenn du Monster kontrollierst und der Gegner Monster kontrolliert, also wenn du ein Eisbärenmonster kontrollierst, wichtig, wenn du ein Eisbärenmonster kontrollierst, der Gegner kontrolliert ein Monster, dann Spezialbeschwöre mich aus der Hand. Special Summon. Dann dritter Effekt. Wenn er genau oder gespecialt wird, kannst du deiner Hand ein Eisbären-Spell-Trap vom Deck auf die Hand zufügen. Also Follow-up. Praktisch ähnlich wie Georgios, nur in Form von einem Search und in Form von Golden Frost mehr oder weniger komplett useless Special Summoning Methode, weil der Gegner wird im Regelfall Golden Frost kein Monster auf dem Feld liegen haben. Das Deck bräuchte Cerulli-like Monster, um dem Gegner ein Monster aufs Feld zu setzen, damit Wayne überhaupt sich im First Turn beschwören kann, wenn man Golden Frost geht. Nichtsdestotrotz eine gute Karte und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, den aus der Hand zu specialen. Looking at you, Georgios, weil der ist Stufe 5 und Georgios kann ihn einfach specialen. So, das heißt, wir müssen uns darum mehr oder weniger keine Gedanken machen. Außerdem gibt es noch Karten in diesem Deck, die das auch machen können. Dann das wahrscheinlich wichtigste, oder das heißt, das wichtigste, der Starter von dem ganzen Deck, Revealer of the Ice Barrier. Revealer sagt, solange du ein anderes Eisbärenmonster kontrollierst, kann dein Gegner keine Tributbeschwörungen machen. Lockt also Monarchen und Freerunneries komplett vom Spiel aus. Yay, Floodgate! Dann, wenn du sie auf dem Feld hast, kannst du eine Karte abwerfen und einem Tuner aus deinem Deck speziell beschwören. Kannst aber für den Rest des Zuges nur noch Wassermonster beschwören. Also registriert sich im Wassermonster, das sollte man im Kopf behalten, im Extra-Deck. Lohnt es sich also generell nichts, andere Karten als Wassermonster zu spielen, weil die im Regelfall nicht beschwört werden können. Das heißt, sie Specialist haben uns einen Tuner vom Deck, also generiert uns Follow-up. Und das dritte Effekt, wenn sie im Friedhof ist und wir würden für einen Effekt eines Eisbärenmonsters eine Karte abwerfen oder eine Karte von der Hand zum Friedhof senden,
können wir sie stattdessen verbannen. Als Cost Replacement. Was erstaunlicherweise eigentlich nahezu nie vorkommt, denn soweit ich das im Blick habe, ist sie die einzige, die Karten für Kosten zum Friedhof sendet. In diesem Deck. Ja. Deswegen ist der mehr oder weniger irrelevant. Allerdings ist der Special Summon Tuner from Deck der Effekt, den wir haben wollen. Dank des neuen Supports können wir uns damit nämlich den Mirror Magic Master holen und damit unsere Kombo starten. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Erstmal noch Speaker for the Ice Barriers. Wenn wir ein anderes Eisbärenmonster kontrollieren, können Verteidigungsposition-Monster ihre Kampfposition nicht mehr ändern. Floodgate oder halt, was heißt Floodgate, aber halt so. Ist, ja, schon Gegner kann nicht mehr angreifen, hat sich gesehen, außer mit linken Monstern. Ist so ein bisschen so ein Trihard für Arme. Quasi. Dann, wenn wir ein anderes Eisbärenmonster kontrollieren, können wir sie aus der Hand beschwören. Also auch wieder hier. Special Summoning Effekt. Wie bei fast allem anderen, was wir bisher gesehen haben. Und wenn sie im Friedhof ist und wir kontrollieren Eisbärenmonster, können wir sie verbannen, um den Eisbären Stufe 1 Token zu beschwören. Und ich spiele sie auf 2. Zum einen, weil sie Stufe 4 ist und das Deck ganz großes Problem damit hat, höhere Stufen zu verarbeiten und Stufe 4 halt einfach das Beste ist, was wir verwerten können. Zum anderen, des Tokens wegen, der kann nämlich sehr schnell sehr wichtig werden. Und es hat mehr oder weniger eine Free Special Sum und naja, sie zusammen mit einem Georgis zum Beispiel ist halt ein lang Xer, was halt praktisch gesehen schon Full Combo ist, oder fast zumindest. Genau, und deswegen sie als 2-Off, als 3-Off brauchen wir sie eigentlich nicht, aber falls sie auf der Hand zu haben, ist nicht ganz so schlimm, aber auch nicht so ganz essentiell, wenn wir sie im Regelfall mit den Winds of the Asperia beschwören. Und, genau. Aber da sie Stufe 4 ist, sollten wir sie schon auf 2 spielen, weil Stufe 4 Monster echt rar sind und der Token halt doch schon ein gutes Benefit ist. Dann zum vorletzten Eisbärenmonster, Monster, ebenfalls neu. Mirror Magic Master of the Ice Barrier und Alter ist die Karte dumm. Der Typ macht alles in diesem Deck. Wenn der Typ interrupted wird, ja, kritisch, kann man umgehen, kann man in irgendeiner Form fixen oder halt ersetzen, aber ist schon schmerzlich, denn was er macht ist, wenn er auf dem Feld ist, können wir ein Effektmonster, ein anderes Effektmonster als ihn als Tribut anbieten, wir können für den Rest des Zuges nur noch Wasser-Synchro-Monster beschwören und dann können wir bis zu 3 Eisbarriere-Tokens Stufe 1 Wasser beschwören und seine Stufe erhöhen um die gleiche Anzahl wie beschworene Tokens. Das heißt, wenn wir 3 Tokens beschwören, erhöhen wir seine Stufe um 3. Er wird also zur Stufe 5. Und dann, wenn er auf den Friedhof gesendet wird, können wir unserer Hand eine Eisbarriere-Karte, die verbannt ist oder in unserem Deck ist, auf die Hand zufügen. Und was man jetzt machen kann, ist Normal Sum Revealer, Discard irgendwas, Special Sum Mirror Magic Master, Tributed Revealer, holt 3 Tokens aufs Feld, Mirror Magic Master plus einer der Tokens geht in Korallendrache und Mirror Magic Master sucht uns dann die wunderschöne Winds of the Ice Barrier und die verwertet dann die anderen beiden Tokens noch. Und das sorgt dafür, dass wir ein unfassbar krasses, unfassbar viele Monster auf dem Feld generieren können und halt, naja, schon ziemlich lustige Sachen beschwören können damit. Und die Karte ist halt Key Component, Hauptbestandteil dieser gesamten Kombos, die dieses Deck quasi vorbringt und halt essentiell. Allerdings macht es halt mehr Sinn, sie aus dem Deck zu specialen. Deswegen ist sie nur auf 2 Spiele, auf 3 habe ich manchmal das Gefühl, dass ich sie auf der Hand sehe.
Und ich, dass ich einen Revealer zu selten sehe und man will halt eher einen Revealer sehen als halt einen Mirror Magic Master, weil man halt eben den Tribute braucht und die Normal Sum halt nicht für ihn verwenden will. Und last but not least, das letzte Eisbärjäger-Monster in diesem Deck ist Sujin. Sujin sagt, wir können ihr das Tribut anbieten, können Stufe 5 oder höher Eisbärjäger-Monster von unserer Hand für Cyber beschwören. Und dann, wenn er im Friedhof ist, aus dem Zug, in dem er zum Friedhof gesendet wurde, können wir in Stufe 3 oder höher Wassermonster wählen, was wir kontrollieren. Das ist eine Stufe, um genau 2 reduzieren und Sujin für Cyber beschwören, verbannen ihn aber, wenn er das Feld verlässt. Und genau, ebenfalls wieder eine Möglichkeit, unsere Hauptfloodgates, also Rayo und Medium, zu specialen. Oder halt auch, um zum Beispiel den General Wayne going first zu specialen. Als One-Off-Vorlösung ganz ausreichend. Manchmal braucht man halt einen Stufe 2 Monster noch für irgendwelche Sachen. Ansonsten ja, taucht er meistens auf bei der Token-Verwertung durch Winds of the Ice Barrier, einfach nur, weil im Regelfall wir nur ein Monster verpflichtend quasi brauchen für unsere Kombo und das andere ist halt vollkommen optional und meistens bis halt Tujin einfach nur, weil er existiert. Ist halt einfach so. Es gibt ja da kein wirklich gutes Target, was man sonst noch spielen könnte bei den Ice Barrier Karten, deswegen spiele ich halt ihn. Ja, das waren soweit die Eisbarriere-Monster. Kommen wir nun zu den Eisjade-Monstern in diesem Deck. Wir spielen dreimal Eisjade Ran Egirin. Eisjade Ran Egirin sagt, solange er eine Ausrüstungskarte equipped wird, wird sein Name zu Eisjade Zenote Indian Cradle, also zum Name des Field Spells von diesem Archetype. Ist aber vollkommen irrelevant. Relevant ist nur, dass wir eine Karte aus unserer Hand abwerfen können, also eine Eisjade-Karte oder ein Wassermonster. Cyberschwören ihn, dann können wir den Eisjade-Token für Cyberschwören dazu für 3. Und solange der Token in der Memo-Zone ist, können wir nur Monster von Accept beschwören, die Wasser sind. Praktisch gesehen, Igirin plus irgendeine Karte zum Discarden ist ein Langthea, weil Stufe 10 Synchro-Beschwörung. Und wir spielen den halt, weil Langthea mit Abstand das beste Monster ist in unserem Extra-Deck und wir Langthea auch unbedingt sehen wollen auf dem Feld. Und ja, ein Free-Langthea praktisch gesehen ist halt insane. Dann spielen wir dreimal Tremora. Tremora sagt, wir können sie abwerfen, um Wassermonster aus dem Drachenzustand zu beschwören. Und wenn ein Wassermonster, das wir kontrollieren, durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, solange sie im Friedhof ist, können wir sie verbannen, um den Eisjade-Monster von unserer Hand oder von unserem Friedhof-Spezial zu beschwören. Primär geht es dabei halt einfach nur darum, dass wir sie discarden können, um was von unserer Hand zu specialen, also um zum Beispiel eine weitere Summon zu generieren, um den Wayne zu beschwören im Going First. Wir müssen halt Wege finden, wie wir den Going First aufs Feld bringen, weil selber kommt der halt nicht zum Zug ansonsten. Und manchmal, wenn unsere Normal Summon interrupted wird, sorgt sie halt dafür, dass wir quasi nochmal uns aufs Feld bringen können und nochmal unsere Combo starten zu können. Zumal wir hier zwei verschiedene Eisjade-Monster spielen und wir spielen dreimal den Eisjade-Cradle, den Search-Spell und ist es halt ein unfassbar gutes Target für. Deswegen ebenfalls hier als Free-Off. Kann auch mal sein, dass wir ihren Discarding-Effekt gar nicht benutzen, sondern dass wir sie einfach nur für Revealer als Discard-Material nutzen, aber die Karte kann tatsächlich in bestimmten Situationen unfassbar nützlich sein. Dann kommen wir zu den Sommerfallenkarten. Wir spielen dreimal Winds of the Ice Barrier. Winds of the Ice Barrier sagt, wir können eine beliebige Anzahl an Ice Barrier Monster, die wir kontrollieren, als Tribut anbieten und von unserem Deck die gleiche Anzahl an Ice Barrier Monster Stufe 4 oder niedriger Spezial beschwören. Das heißt, wir gehen hin und sacrificen die Tokens, die vom Real Magic Master noch übrig bleiben, also 2 Tokens, und kriegen dafür 2 Ice Barrier Monster aus unserem Deck, also im Regelfall ein Speaker for the Ice Barrier und ein Sujin oder sonst irgendwas, damit wir mit dem Koralldrachen, den wir ja gemacht haben, mit dem Mirror Magic Master in einem, dem ersten Token, in Stufe 10 gehen können, mit dem Speaker, können die Karte ziehen durch Koralldrache und kriegen Langkea oder ein Egirin aufs Feld. Und das ist praktisch gesehen quasi die Haupt-
Combo, sage ich jetzt mal, die man quasi macht mit Eisbärkarten, halt um eins der beiden Stufe 10 Monster auf dem Feld zu bekommen und das andere über die restlichen Karten immer vorhanden hat. Bei Stufe 10 Synchro-Beschwörung kriegt das Deck am einfachsten hin. Dann dreimal Eisbär der Cradle. Ach ja, wichtig noch, Winds Over the Ice Barrier ist nicht einfach nur quasi ein Follow-up in Form von, wir verschwinden zwei Monster aus dem Deck, indem wir zwei Tokens opfern. Sie sagt auch, wenn sie im Friedhof ist, außer während des Zuges, in dem sie am Friedhof gesendet wurde, können wir sie vom Friedhof verbannen, um unserer Hand eine Eisbarriere-Monster hinzuzufügen, das im Friedhof ist oder verbannt wurde. Im Endeffekt quasi, wenn wir wieder dran sind, nachdem wir unseren ersten Zug beendet haben, generiert das nochmal Follow-up. Was halt echt eine gute Karte ist, deswegen ist es nicht ganz so schlimm, als wenn am Ende nur noch eine, zwei Karten aus unserer Hand sind, weil die im Endeffekt dafür sorgt, dass wir unsere komplette Combo nochmal laufen können. Weil wir unseren Revealer oder was auch immer wieder auf die Hand zurückholen können. Beziehungsweise alles, was im Laufe der Combo mal aus Feld erschienen ist, zurückholen können und einfach dann da ansetzen können an dem Punkt, wo diese Karte zum Einsatz kommen würde, zusammen mit den Monstern, die auf dem Feld bereits liegen, was halt eine echt gute, gute Karte ist. Dann dreimal Eisider Cradle, suchen uns ein Eisider Monster vom Deck auf die Hand mit dem anderen Namen als Eisider Monster, die wir bereits kontrollieren oder in unserem Friedhof haben. Also wir suchen uns damit Tremora oder primär Egirin. Und ja, er macht die Karte nicht. Dann dreimal Medaillon der Eisbarriere, fügt unser Hand ein Eisbarriere-Monster vom Deck auf die Hand zu. Ebenfalls Searcher, als Re-Off halt essentiell, weil wir damit uns alles suchen können und wir können die Karte mehrmals pro Zug aktivieren, die ist nicht once per turn, genauso wie Cradle nicht once per turn ist, was halt uns in bestimmten Situationen unfassbares Advantage produziert. Dann, letzte Zauberkarte ist Freezing Chance of the Eisbarriere, ist eine Monster Reborn, wir aktivieren sie. Können Eisbärenmonster Stufe 4 und Tiger vom Friedhof Plasar beschwören. Und dann, solange wir drei oder mehr Eisbärenmonster kontrollieren, ein Eisbärenmonster auf unserem Feld unaffected von den aktivierten Effekten von Extra Deck Monstern des Gegners. Was auch wieder gut ist, weil die Karte einen ziemlich guten Protection-Effekt hat. Das war's soweit zum Main Deck. Wie wir merken, Eisbärenmonster sind ganz gut da drin, was zu Specials haben, um Floodgeld aus Feld zu bekommen. Und naja, mit dem Bruder hier wird das Ganze noch einfacher. Zu dem kommen wir jetzt auch sofort. Wir fangen erstmal ganz vorne an. Ich bin einmal Trishula. Zero Drink of the Ice Barrier. Braucht einen Tuner, braucht zwei plus Non-Tuner Monster. Wenn er Synchro beschworen wird, wichtig, Synchro beschworen. Warum das richtig ist, komme ich gleich. Können wir bis zu drei Karten des Gegners, die er kontrolliert, verbannen. Und wenn die Synchro-Karte durch einen gegnerischen, so eine gegnerische Karte zerstört wird, können wir einen Trishula Dragon of the Ice Barrier von unserem Essex oder Friedhof beschwören. Sein ATK wird zu 3300 und dann halbieren wir die ATK aller offenen Monster, die der Gegner kontrolliert und negieren deren Effekte. Was eine ziemlich lustige Karte ist, kommt aber nicht ganz so häufig zum Einsatz. Allerdings, die Extra-Deck zu haben, ist schon relativ gut, denn sie kann sehr schnell uns unfassbar nach vorne bringen, weil drei Karten des Gegners zu verbannen ist halt unfassbar stark. Genauso wie tendenziell die gegnerischen Monster ATK zu halbieren und deren Effekte zu negieren, kann halt auch echt manchmal ganz überraschend kommen für den Gegner. Dann das neue Eisbarriere Extra Deck Monster, was weiß ich nicht, ob das existieren muss. Lankea ist ja eine tolle Karte, braucht einen Wassertuner, braucht One Plus Non Tuner Monster, Stufe 10. Once per Chain. Wenn der Gegner ein Monster Spezial beschwört, können wir ein Eisbarriere Monster von unserem Hand, Deck, Extra Deck oder Friedhof Spezial beschwören und dann die Kampfposition eines gegnerischen Monsters von Angriffsposition in Verteidigungsposition ändern. Spezial beschwören, wichtig, Trishula Zero Dragons Effekt würde nicht triggern, Trishulas Effekt würde nicht triggern.
Das heißt, es macht keinen Sinn, die über diesen Effekt zu beschweren, sondern mit diesem Effekt uns dann natürlich ein Medium zu holen, ein Rayo zu holen oder irgendeins unserer Floodgates, die wir im Deck drin haben, je nachdem, gegen was wir spielen. Was ja lustig ist, was noch lustiger ist, wenn wir den Effekt twice, also zweimal pro Zug aktivieren können. Wir können bis zu zwei Monsterschlösser beschwören. Das heißt, wir kriegen tendenziell zwei Floodgates auf dem Feld. Und naja, schon wird das. Wir kriegen Blank hier im Regelfall consistently aufs Feld. Das heißt, naja, wenn der Gegner Blank hier nicht in irgendeiner Form vorher ausschaltet, negiert oder vom Feld removed, liegen da halt dann zwei Floodgates auf dem Feld. Und da die meisten Floodgates, die dieses Deck mitbringt, Key Components sind von der Main Combo und die meisten Floodgates auch gegen die aktuell besten Decks relevant sind, ist das ein echt krasser Effekt dafür, dass der praktisch gesehen for free aufs Feld kommt. Dann, des Weiteren, wenn diese Karte das Feld verlässt durch eine gegnerische Karte, sprich, wird durch Enchant weggelinkt, sprich, wird durch den Kaiju auf den Friedhof gesendet, sprich, durch was weiß ich, wird auf den Friedhof gesendet, können wir einen Ice Barrier Synchromonster auf dem Extra Deck Spezialbeschwören. Und diese Spezialbeschwörung zählt als Synchro-Beschwörung. Das heißt, wenn ihr Gegner auf die Idee kommt, Lankea einfach vom Feld zu removen, knallen wir dem den Trischulla in die Fresse. Knallen wir dem den Trischulla in die Fresse. Ja, was soll ich sagen? Die Karte ist halt dumm. Also, ist halt wirklich so. Also, die Karte ist halt komplett busted. Wirklich. Und ich weiß nicht, ob Konami sich da was positiv bei sich gedacht hat. Weil die Gefahr besteht, dass Eisbären noch mehr bekommt als nur die zwei, also nur die drei Karten. Und dann kann das sehr schnell dazu ausgehen, dass, wenn noch mehr Support kommt, der das Deck noch konsistenter macht, dass Lankea zu einem absolut räudig ekelhaften Bossmonster wird, weil der Typ halt so ziemlich alles raus dem Deck ausschütten kann, was die Meta-Decks, die aktuell existieren, halt komplett am Spiel behindern. Und das wäre komplett AIDS. Dann weiter zum nächsten Stufe 10 Monster. Supreme Sovereign von den Sword Souls, Xing Xing. Für jede verwandte Karte kriegt er 100 AK und Death. Wenn er zerstört werden würde durch Karteneffekt, können wir stattdessen eine Karte von unserem Friedhof verbannen. Dann, wenn eine Karte verbannt wird, können wir eine Karte vom gegnerischen Feld und vom gegnerischen Friedhof verbannen. Können wir den Effekt allerdings nur bei Turn aktivieren. Super gute Karte. Stufe 10. Das heißt, wir kriegen die mehr oder weniger super easy raus, ohne Probleme. Und gerade wenn wir unsere erste Runde gespielt haben und dann sind wir wieder dran, beschwören wir den meistens noch einfach nur, um den Gegner dann final zu töten. So, dann zum im zweiten Synchro-Monster in diesem Deck, was für dieses Deck absolut lächerlich ist, was unfassbar gut in diesem Deck kommt, wirklich gut kommt und halt Pflicht ist in diesem Dextra-Deck. Ist Eisjade Gymir Ägirin, Wassertuner, OnePlus Non-Tuner Monsters. Stufe 10 Monster, kriegen wir praktisch gesehen auch wieder for free raus. Rückeffekt, kann diesen Effekt aktivieren. Monster, offene Monster, die wir kontrollieren, können nicht zerstört werden oder verbannt werden durch gegnerische Karteneffekte diesen Zug. Wir protecten die quasi. Und dann, wenn wir diese Karte als Reaktion auf eine gegnerische Karte oder Effekt aktiviert haben und der Gegner eine gleichnamige Karte auf seinem Feld oder in seinem Friedhof hat, können wir alle Karten mit diesem Namen, die der Gegner halt im Feld und im Friedhof hat, mit demselben Namen verbannen. Im Regelfall heißt das also, dass wir, wenn wir Lankea auf dem Feld haben und ihn auf dem Feld haben, eine Eisjade komplett bumsen können, weil der kann unser Feld nicht mehr bomben. Das heißt, yay! Dann wir protecten unseren Lankea im Regelfall vor ziemlich allem, was der Gegner machen kann. Also zum Beispiel einen Baron oder was weiß ich auch immer. Dass der Effekt mehr oder weniger safe durchgeht. Und naja, wenn wir die beide auf dem Feld haben, ist scheißegal, was noch auf dem Feld ist. Im Regelfall reicht das aus, um halt den Gegner komplett vom Spiel abzuhindern. Was halt komplett ehrenlos ist. Und diese Karte ist halt unfassbar gut in diesem Deck. Dann kommen wir weiter. Trischulla, Drache der Eisbarriere, wenn er Synchro beschworen wird. Verbannen wir eine Karte vom gegnerischen Feld, von der Hand und vom Friedhof, also verbannen drei Karten.
Wenn der Gegner keine Karten im Friedhof hat, ist das nicht so schlimm. Up to. Das heißt, wir müssen nicht vom Feld, Friedhof und Hand verbannen, sondern wir können eine vom Feld verbannen, eine vom Friedhof verbannen und eine von der Hand verbannen. Ey! Hand Disruption! Er ist bis Stufe 9, braucht 2 plus 9 Tuner Monsters. Ist ein bisschen schwerer zu beschwören für dieses Deck. Was das wahrscheinlich auch gerechtfertigt, dass er nicht so wie damals verboten ist mittlerweile. Aber ist er trotzdem ein geisteskranker Effekt und wir kriegen ihn halt mehr oder weniger for free raus von Lankea, wenn der Gegner sich entscheiden sollte, Lankea vom Feld zu removen. Dann Krokodok, Ravenous Crocodragon Architis. Wenn die Karte beschworen wird, können wir Karten zielen, gleich der Anzahl an Nicht-Tuner-Monstern, die aus dem Jahr genutzt worden für ihn. Und Quick Effect, wir können 2 Karten abwerfen, um eine Karte auf dem Feld zu wählen, zu zerstören. Der erste Feld gerade kann sehr schnell sehr krass werden. In Kombination mit den Tokens, die dieses Deck nämlich generieren kann, kann es sehr schnell passieren, dass wir 3 Karten ziehen können, allein durch seinen Effekt. Was wir in einem der beiden Replays auch sogar sehen werden. Und das ist halt einfach eine unfassbar starke Karte. Ebenfalls wieder ein Wassermonster. Also spielen wir den. Weil warum sollte man das nicht tun? Dann Dragonite. Der komplette erste Effekt ist irrelevant. Es gibt bei dem nur, dass wenn wir einen Wassermonster im Friedhof haben und der Gegner als Bell Trap Effekt aktiviert oder eine Bell Trap Karte aktiviert, Rückeffekt, können wir die Aktivierung oder den Effekt negieren und die Karte zerstören. Stufe 8 Monster kriegen wir auch relativ solide raus und ebenfalls wieder Wasser, also halt eine gute Karte fürs Extra Deck. Dann Deep Sea Primadonna, Stufe 7 Monster. Der Gegner kann Synchro, also kann ein Synchro Monster, das mit ihm als Material beschworen wurde, nicht mit Karteneffekten targeten, also mit Monstereffekten targeten, so. Dann Once per Turn, wir können eine gegnerische verwandte Karte wählen. Ein Wassermonster von unserem Deck auf die. Ein Wassermonster der Stufe 4 oder niedriger vom Deck auf die Hand nehmen oder spezial beschwören und dann die getargetete Karte vom Gegner auf die Hand zurückgeben. Ne, also klar, wir gehen dem Gegner eine Karte auf die Hand zurück, kriegen dafür im Regelfall aber irgendeins unserer Monster for free aufs Feld oder auf die Hand. Ist schon solides, zumal wir im Regelfall, also dass der Gegner die Karte auf die Hand zurückbekommt, juckt uns im Regelfall eher wenig. Denn wenn wir den machen, dann im Regelfall nicht First Turn, sondern so Second Turn oder sowas. Und dann ist es meistens der Fall, dass wir den Gegner eh in derselben Runde töten. Und dann ist es egal, ob der Gegner die Karte auf die Hand zurückbekommt oder nicht. Und dann, wenn diese Karte am Friedhof gelandet wird, können wir eine verwandte Karte wählen und sie ins Deck zurückmischen. Und sie ist ein Tuner, was uns auch nochmal hilft, weil dieses Deck teilweise echt Probleme hat, irgendwie was höherleveliges zu machen, was nicht Stufe 10 ist. Und da hilft die Karte schon ungemein. Dann Choraldrache. Aber auf jeden Fall kann eine Karte abwerfen, um eine gegnerische Karte zu. Moment. Once per Turn, wirf eine Karte ab, wähle eine Karte des Gegners, zerstöre sie. Wenn er am Friedhof gesendet wird, wenn diese synchro beschworene Karte auf dem Friedhof gesendet wird, ziehen wir eine Karte. Und Stufe 6 Tuner. Ebenfalls wieder einfach nur dafür da, um in höhere Stufen reinzukommen, die nicht unbedingt Stufe 10 sind. Wir nutzen ihn halt wahrscheinlich, oder im Regelfall nutzen wir ihn zwar für Lankea, aber wir können mit ihm auch alles andere machen, was halt echt gut ist. Dann ein Bryonek. Die einzige andere Karte in unserem Deck von den Ice Barriers, die aktiv Karten abwirft. Und Bryonek sagt, wir können eine beliebige Anzahl Karten von unserer Hand abwerfen, dann dieselbe Karte, dieselbe Anzahl an Karten auf dem Feld des Gegners wählen und diese auf die Hand zurückgeben. Once per Turn. Bryonek hat so ein paar Erratas bekommen, damit der Effekt nicht mehr ganz so dumm ist. Was soll man dazu sagen? So ein Removal kann echt gut kommen. Der ist Stufe 6, der ist ein bisschen schwerfälliger. Was heißt schwerfälliger? Der ist halt ein bisschen anders zu beschwören. Kriegen wir aber doch leichter hin als sowas wie, weiß ich nicht, ein Trishula. Weil wir halt einfach nur unseren Mirror Magic Master auch plus irgendeine Stufe 4 Monster nehmen müssen, um das auf Feld zu bekommen. Und last but not least von den Synchro Monster noch einen, die Lauren Tiger King auf die Ice Barrier. Tiger King sagt, wir können eine
beliebige Anzahl offener Karten, die wir kontrollieren, auf dem Feld wählen, diese auf die Hand zurückgeben und er bekommt 500 ATK für jede auf seine zurückgegebene Karte bis zum Ende des Spielzuges. Jetzt könnte man sich denken, okay, cool, warum will man das machen? Ganz einfach, um Monster, die auf unserer Feldseite sind, zurückzuholen, um deren Effekte zu reusen. Beispiel. Wir schaffen es zum Beispiel, ein Chaos Feld zu bekommen und wir beschwören den einen oder anderen Floodgate. Eines der Floodgates ist dann zum Beispiel ein Gorgios. Dann wäre es natürlich praktisch, wenn Gorgios hinterher, wenn wir dran sind, dass wir uns den Gorgios nicht erst suchen müssen, sondern dass wir den einfach auf die Hand zurücknehmen können, um ihn zu respecialen, um seinen Special Summoning Effekt noch zu nutzen. Weil der Floodgate eigentlich nur dafür da war, um den gegnerischen Zug zu unterbinden. Und da kommt halt die Lawrence im Einsatz, weil der einfach hingeht und sagt, jo, die Monster, die ich mit Lankia beschworen habe und die halt gute Kombo-Starter sind oder generell gute Effekte haben, wenn sie beschworen werden, ja, kriegen wir auf die Hand zurück und können sie nutzen und müssen sie nicht erst irgendwie umständlich suchen. Dann ein Abyss-Dweller. Ich hatte überlegt, ihn zu cutten. Bin mir auch immer noch nicht sicher, ob man ihn nicht vielleicht doch cutten sollte. Weil wir im Regelfall eh nur Synchro-Beschwörungen machen, aber wenn wir mal ehrlich, die meisten Wasser-Synchro-Monster, die noch existieren, sind entweder zu spezifisch oder kacke. Und deswegen, ja, haben wir halt den Platz und Abyss Dweller ist halt von den Wasser-Extra-Deck-Monstern immer noch eins der besten Karten. Da es den gegnerischen Friedhof halt shutdownt, ähnlich wie halt einen Gorgios, deswegen Potenzial ihn zu cutten an der Stelle. Aber ich habe ihn erstmal drin gelassen, weil warum nicht? Des Weiteren gibt er halt all unseren Wassermonstern 500 ATK, weil wir ihn halt beschwören würden mit einem Speaker und einem Revealer und diesem Wasser und deswegen würde sein erster Effekt sogar auch triggern. Und dann noch last but not least einmal noch Marinces Great Bubble Reef. Er muss betonen, wir haben das Ballface, wir können einen Wassermonster von unserem Friedhof oder unserem Feld verbannen, um eine Karte zu ziehen. Jedes Mal, wenn ein Monster offen verbannt wird, kriegt diese Karte 600 ATK bis zum Ende des Zuges. Und das war es eigentlich schon. Wir können zusätzlich noch Once per Turn ein Wassermonster von unserer Hand im Friedhof senden, um ein Marinces Monster, das verbannt ist, sozial zu beschwören. Nutzen wir im Regelfall nicht. Aber es geht halt vor allem darum, dass wir mit ihr potenziell haben, eine Karte zu ziehen und mir ist nichts besseres eingefallen, das Extra-Attack erstmal. Und dann noch Marinces Coral Anemone. Wir können Wassermonster mit 1 von Vertikalen Antik am Friedhof wählen, um es bis dahin zu beschwören in eine Zone, auf die ihr diese Karte zeigt. Wir können für den Rest des Zuges aber nur Wassermonster bis dahin beschwören. Und wenn sie im Friedhof gelandet wird, können wir eine Marinces Karte im Friedhof außer Coral Anemone auf die Hand zurücknehmen. Es geht einfach nur um diesen Monster Reborn Effekt und der ist halt echt gut, zumal das Ding halt nur zwei Wassermonster braucht. So, dann habe ich noch ein paar Karten im Side Deck, über die ich kurz 3 Sekunden einmal rüber habe. Einmal einen Contact with the Aqua Mirror. Wir können uns, wenn wir Wassermonster kontrollieren, können wir uns die gegnerischen gesetzten Karten angucken. Oder die obersten zwei Karten des gegnerischen Decks angucken. Interesting. Dann Moray of Greed. Schaffen zwei Wassermonster von unserer Hand ins Deck zurück und ziehen 3 Karten. Kann auch manchmal lustig sein, weil ich das beide aber nicht ins Deck gepackt, weil ich dazu keinen Platz hatte und wenn, dann würde man die eh im Side-Deck spielen und nicht im Main-Deck. Und dann einmal als ja, der Manifestation, wenn wir den Wassermonster kontrollieren, den Gegner kontrolliert ein Monster oder hat ein Monster im Friedhof, kann man den Eisseide-Monster vom Deck auf die vom Deck nehmen und es entweder am Friedhof senden oder selber beschwören. Und dann, wenn ein offenes Eisseide-Monster aus dem kontrollieren, eine gegnerische Karte das Feld verlässt, außerdem es zerstört wurde, können wir Manifestation verbannen und dann eine Karte, die der Gegner kontrolliert, wählen und ebenfalls verbannen. Ist auch interesting, kann man wahrscheinlich mal mit experimentieren. Und dann noch 3 Karten, die ich auf jeden Fall zumindest considern würde für Side Deck. Aioi wahrscheinlich sehr stark. Mit einem Wassermonster können uns die gegnerische Hand anschauen und dann eine Karte davon auf den Friedhof senden. Das generiert halt so unfassbar Advantment, weil die Tatsache, dass wir wissen, was der Gegner in seiner Hand hat, für Kosten, die halt, naja,
ein Monster als Tribut anbieten, sind keine wirklichen Kosten dafür, dass wir uns die gesamte gegnerische Hand anschauen können. Plus ein Discard haben. Das, also einen gezielten Discard. Wir discarden nicht random irgendwas, sondern wir wählen eine Karte, die abgeworfen wird. Das ist unfassbar stark. Gerade in Ricker, wo die Karte ja Play sieht, merkt man ja schon, dass die Karte halt echt krank ist. Und ich würde sie auf jeden Fall im Side-Deck spielen als 1, 2, vielleicht 3 of. Einfach weil das so krass ist vom Effekt her. Dann die Falle, Ice Barrier, Eisbarriere. Ich hatte erst überlegt, sie in Manic zu spielen, bin aber relativ auf den Gedanken gekommen, dass die Karte Manic halt nicht wirklich viel macht, weil wenn ein Angriff deklariert wird, mit einem Monster von mindestens einem gegnerischen Monster plus, also es muss einfach, wenn ein Angriff deklariert wird, an dem ein gegnerisches Monster beteiligt ist, so macht es mehr Sinn, können wir die ATK des angreifenden Monsters zu 0 werden lassen, seinen Effekt negieren, außerdem kann es seine Kampfposition nicht mehr ändern. Dann, wir können diese Karte vom Friedhof verbannen, um ein Stufe 5 oder höher Wassermonster von unserem Deck zum Friedhof zu senden und dann ein Wassermonster von unserem Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Können für den Rest des Zuges allerdings nur ein Wassermonster beschwören. Dieser Friedhofseffekt ist ziemlich krass, weil im Endeffekt können wir das Monster, das wir vom Friedhof senden, auch auf die Hand direkt nehmen. Können aber jedes andere beliebige Wassermonster vom Friedhof auf die Hand zurücknehmen. Müssen diese Karte allerdings erst in den Friedhof reinbekommen und bis auf Revealer und Bryonic haben wir in diesem Deck nicht wirklich viele Optionen, um das zu haben wir nicht wirklich viele Karten in diesem Deck, um das zu bewerkstelligen. Weswegen die Karte halt höchstens Side-Deck-worthy ist. Und dann noch eine coole Karte, White Howling. Im Wassermonster kontrollieren. Können wir eine Zauberkarte im gegnerischen Zug wählen. Verbannen sie. Und für den Rest des Zuges legen wir alle Zauberkarten-Effekte des gegnerischen auf dem gegnerischen Feld. Das heißt, White Howling im Side-Deck gegen Runic, gegen Sky Striker, gegen eigentlich ist nämlich alles, was auf Zauberkarten relied. Ja, schadet deren Game-Strategie komplett aus, weil wir müssen halt nur da, also es geht halt nur darum, dass die Gegner eine Zauberkarte im Friedhof reinbekommen. Naja, bei Skystriker und sowohl bei Runic passiert das relativ schnell und dann komplett zu sagen, nö, das war's jetzt für diese Runde mit Zauberkarten-Effekten, ist schon ziemlich dumm. Deswegen ich diese Karte auf jeden Fall auch als Re-Off considern würde im Side-Deck, genauso wie IOE. Ja, das war's zum Deck soweit. Ich habe jetzt ein bisschen viel gequatscht. Ist aber, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlimm. Dann kommen wir jetzt zu den Replays, um mal ein bisschen über das Deck oder die Kombos des Decks zu reden. Wir haben hier erstmal ein Replay gegen Unchained. Das Deck ist besonders stark darin, Going First zu gehen, deswegen sind es jetzt zwei Going First Replays. Weil das Deck halt mit Floodgates arbeitet und wenn wir nicht Going First gehen, dann warum sollte man das Deck dann spielen? Basic. Das Deck hat so ein paar Probleme, gerade was Consistency angeht. Bestimmte Interruptions können dafür sorgen, dass wir unseren Zug verwerten können und nichts auf dem Feld liegen haben. Ja, durch einzelne Interruptions können wir durchspielen. Meistens ist es so, dass wir mit einer, wie in dem Fall zum Beispiel, einer sehr guten Hand enden, die eigentlich in der Lage ist, mehr als zwei Stufe 10 Synchro-Monster zu beschwören. Im Regelfall so vielleicht ein drittes oder vielleicht nochmal zwei Monster in Form von Floodgates noch zusätzlich im Feld liegen lässt, bevor wir unseren Zug beenden. Enden meistens aber unseren Zug mit zwei Synchro-Monstern, weil die ganzen Interruptions, die der Gegner uns reinschmeißt, dafür sorgen, dass wir alles in irgendeiner Form umgehen müssen und so eigentlich simple Combo ausbauen müssen. Ja, und wenn da vielleicht noch ein bisschen Consistency hinzukommt durch noch anderweitigen Support, sehe ich dieses Deck auf jeden Fall eine gewisse Meta-Relevanz auf jeden Fall finden. Auch jetzt schon würde ich dem Deck eine Meta-Relevanz zusprechen. Das Deck hat nämlich Potenzial, einfach so ziemlich eher das Deck auszusperren vom Spiel. So. Fangen wir an. Medaillon auf die Ice Barrier. Wir suchen uns eine Karte. Im Regelfall fangen wir mit sowas an. Einfach nur, um Interruptions, die gelten, sonst was vom Gegner rauszubeten.
Denn wir haben Revealer auf der Starthand. Wenn wir jetzt Revealer nicht hätten, würden wir uns Revealer suchen. Wir wollen nämlich, dass Revealers Effekt durchgeht und deswegen versuchen wir jetzt erstmal so ein bisschen zu baiten. So. Wir suchen uns damit ist. Ach so. Ha! Wir haben uns den Revealer gesucht. Haha. Ich war zu schnell. Wir haben uns den Revealer gesucht, haben ihn genommelt, haben den Effekt aktiviert, um Tremora abzuwerfen. Gegner hat uns einen Impom um die Ohren. Das heißt, Revealer wird interrupted. Das heißt, aus unserer wirklich, wirklich guten Hand, die wir gerade hatten, wird jetzt einfach nur Scheiße, was mache ich? Ich muss irgendwie Monster aus Welt bekommen. Einfach nur noch Fehler ausbessern. Und irgendwie das, was der Schaden quasi, der angerichtet wurde, in irgendeiner Form zu minimieren. Das heißt, wir aktivieren die zweite Medaillon, um uns den Mirror Magic Master, den wir uns eigentlich mit Revealer gespecialt hätten, auf die Hand zu suchen, um ihn jetzt mit Georgios zu specialen, um den Typen irgendwie aufs Feld zu bekommen. Weil, naja, wenn der das Feld nicht erreicht, dann schwierig. Hat das Feld allerdings erreicht, wir haben Georgios auf dem Feld, so, haben, wie wir gerade gesehen haben, Revealer gesacrificed für 3 Tokens, haben eine Tokens in Korallrachen gemacht, haben dann, weil Mirror Magic auf dem Friedhof gesendet wurde, und die Wins gesucht. Wins geht jetzt hin und verwandelt die anderen beiden Tokens in 2 Stufe 4 Monster. Das ist eigentlich an der Stelle mehr oder weniger egal. Aber nee, an der Stelle nicht. Weil an der Stelle brauchen wir 2 Stufe 4 Monster. Eins für Korallrache, eins für Georgios. Hätten wir das Ganze nicht machen müssen. Also sprich, hätte er zum Beispiel keinen Impam gehabt oder irgendeine andere Form von Interruption gehabt. Hätten wir uns hier noch was anderes holen können. Was aber dann im Regelfall am Feld liegen bleiben würde, weil das Monster nicht weiter verarbeitet werden kann. In dem Fall haben wir die, sagen wir mal, den Pluspunkt, dass das Monster verarbeitet wird. Aber was aber auch nicht so schlimm ist, weil, naja, wenn es halt nicht verarbeitet wird, bleibt es auf dem Feld liegen und die meisten haben Floodgate. Also hey, extra Floodgate. So, was haben wir gemacht? Wir haben einen Koralldrachen mit unserem Speaker in Lankea gemacht. Haben quasi schon Full Combo jetzt. Ziehen eine Karte und machen mit den anderen beiden Monstern noch einen Egeren und die zwei Monster auf dem Feld. Und es ist komplett egal, was wir auf der Hand haben oder was sonst ist. Die beiden Karten sorgen im Regelfall dafür, dass wir das Game gewinnen. So, Gegner aktiviert jetzt seinen Rakea, um seine verdeckte Karte zu sacrificen. Wir hängen Gimir an und weil wir das an den aktivierten Effekt vom Gegner rangekettet haben, verbannen wir die Karte natürlich auch direkt. Gegner fehlt jetzt also ein Monster. Muss also auf Desaster ausweichen. Monster wird gespecialt. Wir kriegen Floodgate. In dem Fall kriegen wir Rayo. Muss also jedes Mal, wenn der Monster-Effekt aktiviert, eine Karte abwerfen. So. Er macht eine Beschwörung mit Lankea. Und uns anscheinend Soul of Rage. Psych! Weil der Effekt von Desaster halt dafür sorgt, dass Lankea durch eine gegnerische Karte das Feld verlässt. Sag hallo zu Trishulla! Und da der als Synchro beschworen wurde, können wir eine Karte vom Feld, Friedhof und von der Hand verbannen. Yay! Und jetzt sind wir wieder dran. Jetzt können wir den Vordereffekt aktivieren von Wins. Und eigentlich geht es jetzt nur noch darum, irgendwie ein Monster am Feld zu bekommen. Zack. Ja, wir aktivieren den Effekt noch und jetzt gehen wir in die Battle Fest und töten den Gegner. Es ist halt. Lankea und Egirin ist halt. Game Winner. Die beiden zusammen auf dem Feld zu haben, ist im Regelfall ja GG. Das Ganze sehen wir jetzt nochmal in ähnlicher Art und Weise gegen Eisbarriere, denn, naja, unser Endbot wird nicht anders aussehen als Girin und Lankea, weil es einfach die Abstand beste Endbot-Option ist, die wir haben mit diesem Deck. Moment, wir gehen nochmal ein paar Schritte zurück. Und wir fangen mal vorne an. Genau, unsere Hand. 2 Imperms, Wins, Revealer und einen Georgios. Combo Starter, Extender, paar Interruptions. Und hey, wir müssen uns Wins nicht suchen. Was cool ist, weil jetzt können wir uns andere Sachen suchen. Und der Gegner hat bis auf das Imperm keine wirkliche Interruption. Imperm alleine kann allerdings schon schmerzhaft sein auf Revealer, weil das wieder für uns heißt, ja cool, unsere Main-Route können wir nicht fahren, wir müssen also irgendwie ausweichen. Das heißt, unsere Hand, die jetzt eigentlich ziemlich geil aussieht, ist gar nicht so geil, wie sie scheint, weil wir wieder nur mit 2 Monstern enden, mehr oder weniger. Namens haben Revealer. Wir discarden die eine Imperm, um den Effekt zu aktivieren, geht der Knatsch aus einer Imperm auf die Revealer. Wir aktivieren den Wins.
mit den Revealern Fridos zu bekommen, um halt ein Magic Master Outfit zu bekommen. Nutzen dann Georgios Effekt, um ihn wieder zurückzuholen. Ja, Sacrifice Revealer, um uns 3 Token zu beschwören. Ja, gehen jetzt hin, holen uns einen Koralldrachen. Jetzt ist wichtig, wir können das mit Mirror Magic Master nicht nochmal in der Wins suchen. At least the worst per turn. Das heißt, wir suchen uns einen Speaker. Und jetzt kommt was ziemlich krasses. Denn, wie wir vielleicht sehen, Stufe 4 und Stufe 6, ja, die beiden gehen Stufe 10 Synchro rein. Aber wir haben hier nur 6, 7, 8 plus der Token hier, 9. Das reicht nicht ganz, da fehlt eine Stufe. Aber es gibt da so einen Krokodrachen im Extra-Deck. Ich weiß auch nicht. Ja, was, Bruder? Lass mal 4 Karten ziehen. Eine durch Koralldrache und 3 durch Krokodrache. Ja, unsere Hand ist jetzt wieder voll. Wir haben jetzt 2 Gamestil gezogen. Aus irgendeinem Grund haben wir relativ häufig Gamestil auf der Hand. Ich habe keine Ahnung, ob das an Edo-Pro liegt oder an was auch immer. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Gamestil gezogen. Wäre natürlich cool, einen Impump da zu sehen oder einen Ash Blossom. Aber hey, beschweren tue ich mich da nicht. Immerhin haben wir jetzt Discarding Targets für Kroko. Ja, und die beiden Karten sind halt auch ein solides Endboard. So, wenn man halt nicht in Stufe 10 noch reinkommt, dann ziehe ich halt liebend gerne 3 Karten stattdessen. Hey, beschweren tue ich mich da nicht. So, eine Karte, Floodgate. Eine Karte, hey, guess what? Floodgate. Weil Gegner muss jedes Mal, wenn der Monster-Effekt aktiviert, eine Karte abwerfen. Gegner kann keine Monster-Effekte mehr im Friedhof aktivieren. Das heißt, wir sperren die ganzen Tenny-Karten aus. Und Gegner kann nicht mehr Tribute sammeln. Ich glaube, das machen die sowieso nicht. Aber ich glaube, wir machen die sowieso nicht. Ist aber nicht so schlimm. Man hätte es auch hingehen können und hätte sagen können, komm, wir specialen uns eine Dinges auf dem Deck. Hier unsere Maiden. Medium. Aber es ist halt, naja, Sword Soul, die arbeiten mit Monster-Effekten im Regelfall. Und wenn die nur eine Zauber-Fallenkarte aktivieren können pro Runde, ist das egal, weil die aktivieren eh nur eine pro Runde, wenn es hochkommt. Und deswegen, keine Ahnung, ist ein Georgos einfach dann die bessere Wahl, einfach mit den Gegner Spirit auszulocken und wir kriegen halt noch einen For-Free-Monster. Was halt zufälligerweise auch ein Floodgate ist. Hey, who cares? So, Impem auf Moje. Gegner aktiviert seine Zauberkarte, was zu Tribute, um sich halt einen Longwan zu suchen. Ja, geht in Baron rein, geht in Battlefest rein. Wir müssen natürlich jetzt Baron rausbaiten, also den Negate-Effekt rausbaiten, damit wir das removen können ohne Probleme. Man hätte auch sagen können, eigentlich an der Stelle, ehrlicherweise, hätte man den Angriff auch einfach durchgehen lassen können. Und den Effekt nicht aktivieren von Ravenous Coco Dragon, weil wir hätten Baron einfach kaijun können. Und die greift ja einfach nur an. Also in der Stelle gar keine so smarte Aktion gewesen. Ist aber nicht schlimm, weil aus Fehlern lernt man und hey, wir haben kaijun auf der Hand, wie kaijun ist einfach. So, Problem gelöst. So, und jetzt, ja, Green. Und jetzt wollen wir uns noch ein paar Tokens aufzählt und jetzt ja, gehen wir in die Lauren. Die Lauren addet uns unseren Georgios auf die Hand zurück. Wir haben uns Wayne gesucht mit Magic Master, das heißt, wir specialen jetzt Georgios, specialen Wayne, suchen noch eine Karte, suchen uns die Fusing Chains, Monster Reborn plus Protection. Das ist 13 Stufe 10 Monster. Und ja, wir haben quasi in einem Zug gerade 3 Synchro-Beschwörungen gemacht und halt 2 davon waren Stufe 10 und naja. Easy! Naja, also das Deck hat das Potenzial, richtig räudig zu sein. Kann auf jeden Fall ein krasses Endboard hinlegen. Die Kombination von Egirin und Lankea ist im Regelfall ein Gamewinner. Seine Gegner hat, weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, Nibiru? Ich überlege gerade. Normal Sum Revealer. Dann Special Sum. Den Typen. Special Sum. Magic Master.
Dann, ich weiß nicht, ob die Tokens alle einzeln zählen oder zusammen zählen, aber dann wären es vier. Ja, dann. Also, selbst wenn die einzeln zählen würden, hätten wir zwei Special Summons. Also, Mirror Magic Master, dann Token, dann Koralldrache. Magic Master, Token, Koralldrache, so rum. Und dann halt Lankea, das wäre das vierte Synchromonster und dann halt Egeren. Wäre tendenziell was überhaupt der fünften, das heißt, der Gegner müsste, wenn wir Lankea beschworen haben, dann auf die Idee kommen, Egeren zu beschwören. Wenn wir Lankea beschworen haben, Nibiru zu zünden, bevor wir Egeren beschwören. Wobei, naja, wenn man es so angeht, beschwört man einfach zuerst Egeren und aktiviert halt einfach seinen Effekt an Nibiru dran und dann ist Nibiru halt auch useless. Und da die Reihenfolge der beiden Karten im Regelfall mehr oder weniger irrelevant ist. Man will halt nur lieber Lankia auf dem Feld sehen, weil die Karte halt besser ist, aber wenn man halt beide aufs Feld bekommt, dann macht es keinen wirklichen Unterschied, was man von beiden zuerst beschwört. Und dann macht wahrscheinlich ein Egeren einfach mehr Sinn, um halt das den Nibiru zu aufzuhalten. Ja, das war's an der Stelle von dem Deck. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schreibt ein paar Kommentare unter das Video, was ihr an dem Deck verbessern würdet, ob ihr Ideen habt, was man noch im Deck reinpacken könnte an Monstern, was man ins Side-Deck packen könnte oder was man im Extra-Deck vielleicht spielen kann, anstatt von einem Abyss-Dweller oder anstatt von dem Link 4 Marincis-Monster. Lasst mich gerne wissen, ansonsten war es das an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, was auch immer ihr macht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!